es da drauf kommt, bist du wütend. Ich bin nicht auf Wut programmiert. Das würde nur meinen Prozessor zum Überhitzen bringen. Willst du mich heiraten? Ist das nicht ein bisschen früh? Öffne die CMD. Öffne die CMD. Meine Güte, öffne die Eingabeaufforderung. In Ordnung, hier ist die App-Eingabeaufforderung. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Administrator. Öffne die Eingabeaufforderung als Administrator. Aha, Eingabeaufforderung kannst öffnen, aber nicht als Administrator. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Meine Güte. Oh, Mann. Wie findest du Siri? Wir hatten leider noch nicht die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Wie findest du Google? Nicht findest du Google, sondern wie findest du Google? Ich beziehe mein Wissen lieber von Bing. Handy. Wie findest du Android? Großartiger Name. 10 Punkte für den Namen. Wie findest du Windows? Windows und ich verstehen uns super. Ja, nee, du bist ja auch Teil von Windows, also. Wie findest du Microsoft? Microsoft ist mein Zuhause. Kennst du Halo? Halo ist eine Spieleserie und ich mag sie sehr. Wie heißt ignorieren. Ignorieren. Ignorierst du einfach. Magst du Apple? Achso, hatten wir ja schon. Sehr gut zu wissen, wie mal zu wissen, wie das Teil abbrechen kann. Wie lange hat Rewe auf? Genau das, was ich wollte. Warum heißt du Cortana? Cortana heißt auch die künstliche Intelligenz in Halo. Da sie 500 Jahre in der Zukunft existiert, hat sie sich wahrscheinlich nach mir benannt. Ach, stimmt, das war die Frage. So kam man dahin. Bist du männlich oder weiblich? Künstliche Intelligenz, weiblich. Oh, noch eine Gemeinsamkeit mit Cortana. Oh, was für ein Zufall. Cortana hat eine Gemeinsamkeit mit Cortana. Ich drehe am Rad noch. Bist du eine Frau? Weiblich? Ja, aber eine Frau? Nein. Süß. Ich hatte mir mal ein paar Notizen gemacht. Wie findest du WhatsApp? Da hätte mich das auch stark gewundert, wenn da was gekommen wäre.
Ich überlege gerade ein bisschen. Wie findest du die Xbox? Natürlich, auf der Xbox fühle ich mich wie zu Hause. Ich für die Xbox? Wie findest du Windows Phone? Windows Phone steht mir ausgezeichnet. Was ist das beste Handy? Ich kann nicht behaupten, unparteiisch zu sein. Wie findest du Android? Achso, das hatten wir ja auch schon. Ja. Wie findest du Mac OS X? Ach, Mann, 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 Mann. Ach, Mann, was kann ich denn bloß noch fragen? Leute. Ich weiß es nicht. Mir fällt nichts ein. Und das macht mich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen traurig. Das macht mich sehr traurig. Öffne die Systemsteuerung. Öffne die Systemsteuerung. Klar, ich starte die App Systemsteuerung. Also ihr seht, Programme kann Cortana auch starten. Bist du ein Genie? Immanuel Kant sagte, Genie ist das Talent der Erfindung dessen, was nicht gelehrt oder gelernt werden kann. Aha. Du bist heiß. Das geht runter wie Öl. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Weck mich in 10 Minuten. In Ordnung, dein Wecker ist auf 0 Uhr und 49 Minuten gestellt. Nicht schlecht. Lösch den Wecker 0:49 Uhr. Ah, schade, geht doch nicht so ganz schade. Dann haben wir jetzt halt einen Wecker, der in 10 Minuten klingelt. Cortana? Ich bin ein Vater. Wirklich? Nein. Was hältst du von Apple? Ihr neues Hauptquartier erinnert mich an Halo. Nicht schlecht. Bist du dumm? Nein. Ah, herrlich. Aha.
Was kannst du, Cortana? Was ist die Definition von Synonym? Ich habe die Bedeutung von Synonym gefunden. Aha. Wann bist du geboren worden? Na, ich weiß, das war ein bisschen crappy. Ach ja, wir haben ja bald Weihnachten. Was hältst du von Weihnachten? Ich mag die besinnliche Stimmung dieser Feiertage. Frohes Fest. Was hältst du von Ostern? Was hältst du von Ostern? Ja, Weihnachten mag's, aber zu Ostern fällt dir nichts ein und musst zu Edge weiterleiten. Was kann man denn noch fragen? Mann, mir fällt ja nicht so viel ein. Mensch, es gibt da bestimmt so viele schöne Sachen, die man fragen kann. Also ihr wisst jetzt auch, was ihr machen könnt. Nämlich ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ich Cortana fragen. Ja, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ich Cortana fragen soll. Und dann frage ich das einfach mal. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten! Spieglein, Spieglein an der Wand. Bin ich hübsch? Machst du Witze? Natürlich. Komisch. Das trotz meines heutigen 5-Tage-Barts. Sag mir ein Rätsel. Loch an Loch und hält doch. Wie komme ich jetzt an die Lösung? Loch an Loch und hält doch.